Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Modback bei Lexi. Wir hatten ja im letzten Part eine etwas längere Folge, die ersten Folgen sind jetzt etwas länger. Da ich noch nicht weiß, was ich so alles machen kann, deshalb nicht wundern, die ersten Folgen dauern erstmal etwas länger. Bitte zeigt mich nicht an. Hat perfekt gepasst. Denn wir können nun uns das Ganze hier kaufen. Dreimal. Drei weitere Elektro-Tubes. Bedeutet, wie ihr seht, habe ich hier eine Ordnung in meinem Inventar. Und zwar hier auf dieser Seite. Seht ihr? Und wir müssen was kaufen. Da. Und was wir dafür brauchen, ist ganz simpel. Wir benötigen Elektro-Tubes. Für die benötigen wir Redstone. Das haben wir zum Glück. Heißt, wir machen noch drei weitere Fackeln und können uns dann direkt noch mal ein paar weitere Elektro-Tubes machen. Heißt sechs, wir brauchen noch ein Elektro-Tube. Wir haben schon mal 7 Crafting Tables, also wir haben alles, was wir für unsere Riesenrad da hinten brauchen. Riesenrad, haha. Für unsere Fabrik, nenne ich es mal. Denn wir bauen ja momentan an etwas, und zwar an einer Fabrik. Und für diese Fabrik benötigen wir was. Und zwar Crushing Wheels. Das ist eigentlich Hauptbestandteil der Fabrik. Deshalb haben wir nun alles, um wir haben alle. Wir haben gottverdammt alle. So viel Arbeit. So. Ich ist die Tricks weit weg. So. Und neue Picke. Haben wir hier noch Picken? Picken, picken, picken. Picken, picken. Wir brauchen neue Picken. So. Haben wir nur 2 Picken? Hallo? Wo sind die Sticks? Da. So, so, so. So. So, Leute. Wie groß musste man die bauen? Für die Crushing Wheels? 3. Okay, 3 in jeder Seite. Bedeutet 2. Das wird das Herzstück dieser Fabrik. In dieser Mitte dieser riesige Crusher hier. Weil ich finde, der steht etwas zu weit vorne. Die Fabrik soll doch riesig werden. Wir bauen uns dann nochmal etwas weiter nach hinten. 3, 1, 2, 3. Und dann würde ich sagen, bauen wir an exakt dieser Stelle dieses riesige Crushing Wheel. So, das hier wird der Platz für unser riesiges Wheel. Was wir jetzt noch brauchen, sind die Fackeln, die ich hier irgendwo hingetan habe. Wir müssen auf jeden Fall mal eine Folge machen, wo wir alles hier sortieren. Meine Ordnung ist furchtbar. Wären die despawned, ich hätte geheult. So. Meine Damen und Herren, darf ich vorstellen, unsere Fabrik.
Das Herzstück dieser Fabrik. Ich habe sogar 24 gemacht. Bin ich dumm im Rechnen? Oh mein Gott, ich brauchte nur 7. Heißt, ich brauche nur 6 weitere. Oh mein Gott, bin ich dumm. Okay. Können wir noch irgendwas automatisieren? So. Das Herzstück dieser Fabrik. Das riesige Mechanical Crafting Feld. Ich glaube, ich war eine kurze Pause machen und da zeige ich euch gleich, wie es aussieht. So Leute, wir sind schon fast fertig. Ich finde irgendwie, die Folgen vergehen diesmal mega schnell. Letztes Mal, da habe ich auch irgendwie nicht auf die Uhr geguckt und das war einfach so schnell eine 30-Minuten-Folge. Also, irgendwie vergeht die Zeit mit diesem Projekt mega schnell. Ich kann euch ja schon mal ankündigen, der nächste Part vielleicht wird ein kleiner Special-Part, denn dort werden wir alle Maschinen, die wir haben, in die Fabrik überstellen. Wir brauchen einmal noch mehr von diesem Block. So, so und so. Leute, wir haben es. Boah, genau abgepasst. Das ist der riesige Mechanical Crafter. Was mich eigentlich zerstört, ist das Ausleuchten. Das werden wir hier nochmal schnell machen. Dann werden wir heute auch direkt schon das erste Crushing Wheel einmal produzieren. Dafür benötigen wir 1, 2, 3, 4, 5. 16 Andesite-Allos. 16 Andesite-Allos. Okay. Andesite-Allos. 4 Planks. 16 Andesite-Allos. Bruder. Ich hab auch sonst auch nichts anderes zu tun, außer die Stress Endeszeit-Allos zu farmen, oder? Aber für euch mache ich das doch gerne, meine Freunde. 2. 8 fehlen noch. Brauche noch mehr Endeszeit. Kann man sich eigentlich eine Obsidian-Pickaxe? Das habe ich mich eben schon gefragt. Es gibt neue Picken. Die sind doch safe schneller, oder? Picken. Der Quartz Pickaxe. Dann fahren wir halt gleich kurz neues Holz. Zum Glück habe ich gerade zufällig drei dieser von da. Bitte seien die gut. Okay, die sind nicht gut. Wir haben es fast.
hier um, baue ich erst noch mal kurz ab. Nein, nicht als Blaze. Das wäre furchtbar. Dankeschön. Reflexe wie eine Schildkröte. Okay. Wir haben es das, Leute. Digga, wie schnell geht die Picke kaputt? Ich liebe diesen Block da. Den Marble. Der sieht mega cool zum Bauen aus. Ich glaube, also wir werden aus die Fabrik aus Marble bauen. Der Block ist nicht allzu schwer zu finden jeweils. Kann man sich eigentlich Marble auch craften? Nein. Man kann sich leider. Man kann aber Marble Rüstung machen. Ist aber nicht gut. Wait. Was ist das für ein Erz? Koffer. Lol. Mal gucken, ob jemand vielleicht. So. Hier ist noch Andesit. Leute, ich glaube, heute werden wir den Raum für die Fabrik fertig kriegen. Ah, ich wusste es. So. Geh weg, Wasser. Dankeschön. Wir haben es fast, Leute. Wir haben fast den ganzen Fabrikraum ausgeholt. Also das wird nicht der ganze Fabrikraum. Die Fabrik wird fünfmal größer als der jetzige Raum. In die Breite sowie in die Länge. Also das soll eine riesige Fabrik mit Förderbändern und alles werden. Und vielleicht der ein oder andere Tod durch ein Crushing Wheel. Der wird auch dabei sein. Ich inspiriere mich in diesem Projekt vor allem bei so Sachen wie Create Life, das Projekt von Joe, Blizzard, RGB und noch anderen. Daran inspiriere ich mich vor allem hier mit Create, aber auch andere Sachen wie Windmühlen oder so, die dann nicht erklärt, sag ich mal, wurden. Auch die baue ich natürlich. Andesit habe ich 8 Stück. Mal anders sieht er aus. Bum bum. Noch einmal ein paar. Digga, wie scheiße ist diese Picke? Scheiß Picke ist das. Also die Botania-Picke war wirklich kacke.
Kann ich mir eine Silberpicke oder eine Fluxpicke machen? Geht das? Nee. Kann ich mir eine Silberpicke machen? Nee. Kann man sich eine... Okay, dann würde ich, dann mache ich mir einfach nochmal die gleiche Picke, oder? Safe, oder? Oder soll ich mir mal... Ein Lapispicken gibt's nicht. Zerzeskristalle. Ich probier mal, ich mach mal wieder eine Picke damit. Wenn das die Picke war. Ja, war die Picke. Perfekt. Wir brauchen 8 Stück. So. Und noch einmal so. Und schon haben wir. Wie du siehst. Basic Bullet, lol. 16 Andesite Allos. Und die, passt auf. Können wir nun. Leute, die ersten. Weil ich euch auf die Folter spannen möchte, hole ich mir jetzt alles, was wir benötigen. Aber das an sich, das machen wir im nächsten Part. Nur zur Provokation, ja? Guck mal, welche Blöcke gefallen mir am besten für den Boden? Damit kann man sich nichts machen, perfekt. Ich glaube, die finde ich eigentlich ganz gut. Deshalb, nur um euch zu triggern, falls ich zuerst werde ich einmal die Boden noch bauen. So. Okay, alles klar. Einfach eine unterirdische Fabrik. Wobei, Leute. Leute, eigentlich. Wisst ihr, was ich mir gerade denke? Das sage ich euch im nächsten Part. Macht's gut, bis bald und ciao. Leute.